Hi, das letzte Mal haben wir euch gezeigt, wie ihr euch mit dem Maskeneffekt in Filmora klonen könnt. Wie Sie sehen können, ist das gesamte Klonverfahren ganz einfach. Alles, was Sie brauchen, ist eine Kamera und ein Stativ oder alternative Dinge dazu. Sie werden aber bemerkt haben, dass der Schauspieler sich nur mit dem Maskeneffekt innerhalb des dafür vorgesehenen Maskenbereichs bewegen kann. Sobald sich der Schauspieler außerhalb der Maske bewegt, schlägt die Klonbearbeitung fehl. In diesem Video zeigen wir Ihnen einige fantastische fortgeschrittene Klontechniken, sodass Sie Ihre Videokreativität noch weiter steigern können. Zuerst schauen wir uns aber mal das fertige Video an. Wie wir sehen können, ist der Schauspieler in der Lage, sich frei im Bild zu bewegen. Wir können den Klon im Video sogar verkleinern. Hier finden Sie eine Auflistung der Schritte, die Sie ausführen müssen, um auch solch einen Klon mit Wondershare Filmora zu erstellen. Sie brauchen erstens eine Kamera, zweitens ein Stativ, drittens ein Stück grüne Leinwand, viertens ein Hintergrundbild, fünftens Filmora. Um anzufangen, müssen Sie drei Videos aufnehmen. Sie müssen einen Ort mit gutem natürlichem Licht finden, wo Sie die grüne Leinwand, wie hier gezeigt, aufhängen. Dann stellen Sie Ihr Stativ mit der Kamera auf. Hierbei müssen Sie nur den Oberkörper des Schauspielers aufnehmen, damit die grüne Leinwand das gesamte Bild füllt. Nun nehmen Sie zwei Videos auf. Eins, während der Schauspieler von links nach rechts läuft und danach seine Handfläche ausstreckt. Und das andere, wie der Schauspieler von rechts nach links läuft. Stellen Sie die Kamera auf die niedrigste Einstellung des Stativs und nehmen Sie dann eine Vollbildaufnahme auf, die als dritter Clip verwendet wird. Nun, da Sie Ihre Rohmaterialien haben, ist es Zeit, alle Rohmaterialien und das Hintergrundbild in den Filmora Video Editor zum Bearbeiten zu importieren. Wenn Sie dieses Programm noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf den Link unten in der Videobeschreibung, um die Webseite filmora.wondershare.de zu besuchen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche kostenloser Download. Ziehen Sie das Hintergrundbild zuerst auf die Videospur und legen Sie es in der Zeitleiste ab. Ziehen Sie danach das erste Video auf die PIP-Ebene. Wählen Sie den Clip aus und klicken Sie auf die Greenscreen-Schaltfläche, um die Greenscreen-Bearbeitung aufzurufen. Parken Sie nun Teile des Clips transparent machen, um den grünen Bereich transparent zu machen. Wie zuvor ziehen Sie ebenfalls das zweite Video auf die PIP-Ebene und machen den grünen Teil transparent. Schneiden Sie, wenn nötig, unwichtige Teile heraus. Ziehen Sie nun das dritte Videomaterial auf die dritte PIP-Ebene. Gehen Sie auf das Bearbeitungsfeld für den Greenscreen und machen Sie den grünen Bereich transparent. Da der dritte Clip den gesamten Bildschirm nicht mit Grün füllt, müssen Sie hier das Maskenfenster auswählen. Wählen Sie eine Maskenvorlage aus und machen einen Doppelklick darauf, um sie auf das Video anzuwenden. Sie können die Breite und Höhe anpassen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ziehen Sie hier an den Ecken, um den Klon zu verkleinern. Um sicherzustellen, dass der Klon natürlich aussieht, können Sie zusätzliche Rahmen ausschneiden, sodass es aussieht, als wäre der Schauspieler auf die Handfläche gesprungen. Das war's. Ich hoffe, Sie haben gelernt, Klone kreativ zu erstellen, indem Sie Filmora verwenden. Klicken Sie auf den Link unten in der Beschreibung, um filmora.wondershare.de zu besuchen, um eine kostenlose Testversion herunterzuladen, damit Sie sofort loslegen können. Danke fürs Zuschauen!